Okay, hab ich hab mich gerade verkackt, der Hund, Entschuldigung. So. Stage 2. Übrigens, die Musik ist gut. Von Perishable Night. So, wenn ich die Dings einsammeln, die Power-Ups. Wenn ich nach oben gehe, in den Bildschirm, und dann in den Pokerstatus gehe, sprich Yukari, kann ich alle Power-Ups auf dem Bildschirm schnell sammeln. So. Was ich meine mit fokussiert und unfokussiert ist im Grunde genommen, dass, wenn ich mich so bewege, als Remo, bin ich schneller und dafür streut das auch ziemlich. Und als Yukari fokussiere ich mich auf bestimmte Punkte und dafür langsamer. Kann meine Hitbox, diesen kleinen Kreis, sehen. Und dann soll nichts von der, wenn die Hitbox nicht getroffen wird von irgendeinem Bullet, also einfach den leuchtenden Kugeln, da, bin ich auch nicht tot. Also ich kann mich ruhig berühren, aber nur nicht die Hitbox eben halt. So, die haben wir ein bisschen viel gerade. Ups, da wird man erwischt. So, auf geht's. Bisschen rechts hier. Also, der Marco muss dann schon ein bisschen das Gefühl können, weil wie man. Ich bin jetzt auch normal nur. Es gibt auch in den Spielen gerade zwei höher, nämlich Hard und Lunatic. Sprich Wahnsinn. Und ja, Wahnsinn ist wahnsinnig, weil der ganze Bildschirm voll mit Bullets ist. In Tor 7 gab es noch einen weiteren Dings. Einen weiteren Schwierigkeitsgrad, also es gibt dann, wenn man es geschafft hat, auch Spiel auf normal, mindestens normal, ohne Continue, also sprich ohne Sterben, kriegt man auch zusätzlich die Extra Stage, die eben halt noch schwieriger ist als Lunatic meistens. Und sonst ist eben halt in Tor 7, Perfect Cherry Blossom, also dem Teil vorher, gab es noch eine weitere Stage nach Extra, wenn man sich um Extra kümmert hatte. Dann kommt man gegen Yukari kämpfen, das war der Phantasm-Mode. Warte! Warte! Was? Oh, ich dachte, ihr seid so einige leckere Menschen hier rumlaufen. So, wer seid ihr beide eigentlich? Nicht Menschen. Nicht Menschen? Egal. Menschen oder nicht? Es ist egal. Es ist in jedem Fall okay. Es ist nicht jeden Tag, dass Yuka diese Straße lang laufen. Wirklich? Du scheinst ein Nacht, ein Netzbearer zu sein. Ich habe gerade deutsche Wort vergessen. Wenn du Menschen zu oft angreifst, dann sind die keine mehr, die du essen kannst. Das mag so sein, aber ich denke nicht, dass sie einfach Yuka angreifen. Und statt von Menschen. Ach, seid leise. Wie auch immer. Nichts Menschenähnliches ist heute Nacht gekommen. Boah, seit einigen Nächten gekommen. Selbst wenn da welche wären, würden sie sich nur beeilen. Und haben irgendein wichtiges Business, irgendwelche wichtige Sachen oder so. Hör zu, ich sag dies nur einmal. Wir müssen uns beeilen. Wir haben eine wichtige Mission. Und wir sind Menschen. Wir haben keine Zeit hier zu verschwenden. Also lässt uns vorbei. Es ist nicht normal für Menschen, für Yuka wie Yukari, so einen Platz zu besuchen. Was soll eigentlich, dass ich die richtig heute mitgespielt habe? Hey. Warum gehen wir zusammen zum Dorf in der Nähe und spielen ein bisschen mit den Menschen rum, ne? Ach, sei ruhig. Wir haben gerade gesagt, dass wir keine Zeit für haben. Also, wir haben es bereits gesagt. Was denn, hä? Ich kann Edokai sehen. Ah, da musst du, okay, kann ich sehen. Ah, Sicht wie ein Mensch. Ich mach dich nachtblind. Ich mach dich selbst nachtblind. Ja, das ist nämlich Mistias Spezialfähigkeit. Sie kann Nachtblindheit auslösen. Nachtblindheit ist eine Krankheit eigentlich, bei der die Linse, also das Auge, die Iris, sich nicht der Dunkelheit anpasst, sondern so bleibt, wie sie vorher waren. Das sorgt dafür, dass eben halt, oder sich langsam anpasst, und das sorgt für einen Tunnelblick eher. Und trotzdem, wie das Lichtverhältnis sich verändert haben. Besonders im halbdunklen Bereich ist das schlimm. Und das ist geil. Kommt, warte. Deep Top of the Song. Taub auf alles, bis auf das Lied. Was ich manchmal wirklich mache, ey. Das Lied auf voll Lautstärke und dann geht's los. Da höre ich nichts mehr. Ups. Ich kann mich mehr konzentrieren, würde ich sagen. So, der Vorteil bei Yukaris fokussierten Angriffen ist, dass Run auch angreift. Das Run beim Gegner bleibt, also Homing. Okay, jetzt sieht man, jetzt werden wir nachtblind, können wir weniger sehen.
treffen, müsst ihr nämlich, es ist nämlich immer noch das Lied, das nachtblind macht. Also nicht sie selbst kann das, sondern ihr Lied. Weil ihr Lied auf bestimmten Frequenzen arbeitet, die nachtblind machen. Und sie weiß das wahrscheinlich gar nicht, dass es sogar das Lied selbst ist. Sondern wie gesagt, das ist eigentlich, wenn sie singt, wird die Sicht so eingeschränkt durch diese Frequenz, die Augen beeinträchtigt. Also das ist ziemlich beeindruckend, finde ich. So, ein bisschen durchboxieren mal. Wir müssen zu viel bewegen können. Oh, fuck. Ich hab fast geschafft noch. Ach mein Gott, das war nur ein Night Sparrow. Nachtspatzen, hä? Ein Schwächling, der glaubt, dass er stärker ist, als er eigentlich ist. Bringt nur ihre Zerstörung. War das wirklich ein Spatz? Es ist dunkel, ich konnte nicht sehen. Wenn du einen kleinen Vogel in der Nacht siehst, ist es meistens ein Night Sparrow. Weiß doch schon mal. Wenn du nicht vorsichtig um sie rum bist, kannst du in dunklen Plätzen nicht sehen. Ist das wirklich wie Spatzen sind? Ich hab nichts gesehen. Okay, also es ist okay. Ah, ich kann das Menschendorf sehen. Aber ich will dich wirklich nicht dahin bringen. Ja, weil ins Menschendorf dürfen UK normalerweise nicht rein.